Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind hier im Redwood, meine Lieben. Heute geht's weiter an der Wall. Ich habe unheimlich viel vorbereitet. Wir werden ganz, ganz viele Vierer-Elemente heute anbringen können. Ich denke mal, diesen Teilbereich der Wall kriegen wir heute so gut wie zu. Wir werden uns vielleicht hier oben noch um die Decke kümmern, weil sobald wir hier angekommen sind, an diesem Felsen, Leute, ist der Punkt erreicht, dass wir uns diese Wall-Mod installieren. Ja, ich nehme mal an, in den nächsten Baufolgen, wenn wir die sehen, uns zusammen anschauen, wo sie reinpasst. Passt sie in den Canyon? Passt sie vielleicht sogar in den Highlights? Schauen wir uns dann ganz gemütlich an. Und damit es nicht ganz so Wall-trocken wird heute, Fortz-trocken, hätte ich fast gesagt, habe ich uns auch ein bisschen Kristall geholt und Zement. Wir werden noch Gläser bauen und werden uns heute darum kümmern, dass das nächste Bier nachgebraut wird. Werden das Liquid verarbeiten, denn wir haben natürlich immer noch auf der Liste das Biertier-Weibchen offen. Das werden wir uns beim nächsten Mal halt mitnehmen, wenn wir eins sehen. So, meine Lieben, ich weiß aber noch momentan nicht, wo ich anfangen will. Am liebsten hätte ich schon wieder alles gleichzeitig. Ich glaube, wir machen uns erstmal ein paar Gläser und gehen rüber und fangen mal mit dem Bier an, oder? Das Wichtigste zuerst, meine Lieben. Pass auf. Genau. Allerdings habe ich da sehr viel jetzt hier. So viel will ich ja gar nicht. Mach das nochmal zurück. Ich denke mal, wir sollten anfangen mit, ja, was weiß ich, so 50 Gläser vielleicht. Was wiegt denn so ein Glas? Nicht, dass ich gleich nicht mehr laufen kann. Was wiegt so ein Glas? Ich ziehe uns am besten mal eins, dann weiß ich's. Der Vorgang, die Gläser herzustellen, dauert natürlich auch seine Zeit, das kennen wir. So, 5 Kilo. 10 Stück sind dann 50 Kilo. 20, ja, dann machen wir uns mal 30 Stück, würde ich sagen. 30 Gläser sollen sein, Schalali und Schalalein. So, meine Lieben, das läuft. Dann können wir los. Wir müssen nämlich drüben Beeren auflegen. Ich glaube, Stroh haben wir genug drin, aber Beeren müssten fehlen. Schauen wir uns an. Wir können ja auch ein bisschen die Sachen nutzen, die wir haben, ne? War die Wasserleitung schon immer hier oder hat die jemand von den Tieren umgebaut? Oh ja, hier habe ich tatsächlich schon ein bisschen verlängert, aber nicht allzu viel, ne? Also nicht so, dass ich vorgegriffen hätte. Ich wollte nur mal kurz gucken, wenn wir ein bisschen weiter rauskommen hier mit der Rampe, ob das dann so aussieht. Wir werden es noch ein Stück weiter rüberziehen und dann links und rechts noch ein bisschen verbreitern und da kommt dann die schöne Terrasse drauf, wo die Biertiere sich aufhalten und wo der Alterle dann abends einkehren kann zum Shoppen. Zumindest so lange, bis er eine eigene Bude hat. Die müssen wir natürlich irgendwann im Canyon bauen. Aber uns eilt es ja nicht. So, Leute, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich bin jetzt mit der Vorproduktion natürlich immer an so einem Punkt, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was heute ist, aus eurer Sicht. Aber das Extinction Update ist mit Sicherheit mittlerweile online und wir werden wahrscheinlich auch schon die ersten Tode gestorben haben. Und ich werde das jetzt im Verlauf der Woche, müsst ihr immer mal im Uploadplan schauen, wenn ihr wissen wollt, wie das bei mir eingereiht wird. Es wird auf jeden Fall weiterhin jeden Tag eine Folge A geben. Die Daily Dosis bleibt erhalten. Wir werden in den ersten zwei Wochen Schlüsseltag technisch Ragnarok Montag, Mittwoch und Freitag haben. Den Rest fülle ich mit Extinction auf, also mit dem neuen DLC und Zusatzfolgen zu ARK, egal ob Ragnarok oder neues DLC, kommen dann am selben Tag immer um 20 Uhr auf dem Ersatzslot. Ne? Also einfach vielleicht ab und zu mal reinschauen, ob was kommt oder über die Social Media Kanäle kriegt ihr natürlich dann auch mit, wenn ich irgendwie eine Zusatzfolge habe, lade ich die natürlich hoch und kündige sie da auch an. Da seid ihr dann bestens informiert. So, meine Lieben, jetzt machen wir das aber von unten. Ist hier überhaupt was drin? Guck mal, hier hat der Dünger gehalten, ne? Hier hat der Dünger gehalten. Das heißt, sobald du dich ein bisschen aufhältst, ballert der natürlich durch. Also ich würde mal sagen, hier sind bestimmt 2, 4, 6, 8.000 Beeren drin. Muss ich nochmal ganz kurz zählen. Oder wollen wir erstmal das Bier rausholen? Können wir eigentlich auch erst rausholen. Wir haben 6, 12 Fässer. Das ist halt der Wahnsinn, ne? Jo, guck mal, 6 Liquids. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bier. Kann ich noch laufen? Keine Laffe, wenn ihr das so... Oh ja, wir können noch. Wir können noch. Wir können noch. Hier sind auch 6 drin, Leute. Also Bier haben wir jetzt tatsächlich genug. Es ist fast schon unnötig, dass wir es jetzt wieder auffüllen. Aber irgendwie mag ich den Gedanke auch, dass hier Bier durchläuft, Omas. Ich finde es richtig gut. Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt brauche, bis ich nicht mehr laufen kann, weil ich es mal wieder nicht check, ne? Aber so ist das ja immer mit dem Vouch. Schabouch. Guckt ihr das an, Leute. 18 Bier schon mal, ne? Da wird der Alterle schwipsig. Oh, hier ist sogar noch eins drin. Sehr, sehr schön. Aber das habe ich vorgezogen. Aber guck mal, ist überall Stroh drin eigentlich, ne? Sehe ich doch richtig. Stroh die Modi. Zack, erstes Bierstack ist da. Die erste Kiste ist gefüllt, Leute. Hier ist auch eins drin. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Zeit lang tatsächlich, als wir über die Kommentare haben, wir das, glaube ich, auch irgendwie gemanagt. Und da habt ihr gesagt, ich muss die Gläser da einfach nur reinlegen. Und dann funzt die Geschichte. Und tatsächlich, stopp. Du machst gerade einen Fehler. Das müsst ihr vielleicht lieber nebendran. Alterle, ist das geil. Also biermäßig sind wir versorgt, Leute. Da geht nichts mehr schief, oder? Jetzt haben wir sogar zu wenig Gläser. Ist ja der Wahnsinn.
Ja, zieh dir das rein, das ist doch ein absolutes Träumle. Biertierweibchen ist also kein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hier die Bären runterzuziehen. Wie waren das wieder? Ich habe es, glaube ich, nur bei den S-Plus-Fässern gesehen. Das Rezept. Ah ja, du musst halt gucken, dass du jetzt überall Bären reinlegst. Ich würde sagen, wir fangen hier unten einfach mal an mit 500 und dann kriegt dann halt die andere Etage den Rest irgendwann, wenn wir so weit sind, ne? Und wir haben, glaube ich, Mechobären oben angepflanzt. Jo, haben wir. Oh ja, haben wir, Alterle. Dann machen wir 500 Stück rein. Pull dann. Zack, die nächsten. Es hat schon eine geile Geschichte, wenn das hier läuft, ne? Mechobären. Auch hier wieder 400. Ist ja eigentlich wurscht, wie wir es machen. Das hebt eine Weile. Und die Vorräte, die wir jetzt an Bier haben, Leute, die werden erstmal nicht so schnell erlöschen. Hier mache ich jetzt auch nochmal 400. Pumdi-mumdi. Alterle. Also, wir brauchen wahrscheinlich nie mehr Bier, wenn wir das Weible haben, Leute. Aber ist ja egal, ne? Ist alles nur fürs Auge immer. Hier holen wir die nächsten 500 raus. Ich könnte theoretisch aber die Fässer oben wahrscheinlich auch noch füllen. Habe ich die Reihe jetzt gemacht? Hier sind Bären drin, hier sind Bären drin. Oh, da bin ich ja schon fast durch. Das geht aber schnell, wenn man labert dabei. Mechobären. Large Cropler. Dann können wir hier die rausholen. Fupp. Und dann machen wir hier dasselbe Spiel. Und das Bier kann laufen ohne Ende. Hier sind nochmal welche, die können rüber. Scha-wübbel. Alles klar, Leute. Ich packe das mal in Agi. Für den Fall der Fälle, ich jetzt oben doch noch gleich weitermache. Beziehungsweise unten. Wir waren ja oben. Es hat sich gelohnt, aber so ist es, ne? Wenn man dann tatsächlich die Sachen irgendwie macht, dann hat man Vorräte, wenn man will. Guck dir das an. Ah ja, hier habe ich die Eisenrüstung schon mal zusammengeklaubt. Die war nämlich im Redwood hier noch rumgelegen. Falls wir uns demnächst mal irgendwo hinwagen, wo wir die brauchen, dass wir die Rüstungen auch mal zusammenpacken langsam. So, guck mal, das kriegst du normalerweise von hier. Da sind 10 Liquid sogar drin. Da muss ich nochmal Gläser machen. Ah ja, da machen wir halt nochmal Gläser die Tage. Pass auf. Large Croplot. Ist schon richtig, was ich hier mache, oder Leute? Wieder 500 rein. Da lasse ich jetzt das Liquid natürlich drin. Weil. Jo, was soll ich machen? Ich habe kein Gläser jetzt momentan. Jetzt pass auf. Stopp, stopp, stopp. Du musst jetzt hier was aufklicken, sonst funktioniert das nicht. Mechoberry. Feeding Trog. Large Croplot ist eine drin. Die ist neu gespawnt. Feeding Trog. 2-2. Hier geht's weiter, ne? Alter, ist das geil, die Beer Production hier im Redwood. Das Redwood Dunkel, meine Lieben. Das Redwood Dunkel. Geile Geschichte. So, pass auf. Eigentlich ist es ja nicht dunkel, ne? Aber ich hätte gern lieber ein Dunkelbier gehabt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So, pass auf. 499 Beeren rüber. Dann können auch oben die Beeren wieder nachwachsen. Das ist ja auch ein Vorteil. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass das ganze Ding hier am Laufen ist. Wir könnten auch theoretisch ein paar Beeren oben in den Futtertrog schmeißen hier. Sind ja doch viele Pflanzenfresser da, ne? Guck mal, aber das hält schon auf, wenn man das einmal zusammen macht. Kann ich ja offscreen ab und zu mal jetzt durchführen. Da haben wir. Hier ist auch noch mal einer. Zieh die mal komplett rüber, dass man mal so ein bisschen eine Übersicht kriegt hier von dem ganzen Ding. Und letzte Beeren, letzte Beeren. Wieso zeigt es einen ganz unten an? Hier ist Bierfass, Bierfass. Das sind die Barrels. Ja, pass mal auf, Leute. Dann ziehe ich jetzt hier noch mal einen Tausender rüber. Und hol uns aber hier auch noch mal einen Tausender von den Mechobären. Mecho. Mecho. Hier. Die 1000 ziehe ich uns hier rüber, die kommen in Futterdrogen und dann sind wir soweit schon durch. Perfektle. Wenn man so eine Masse hat, braucht man auch nicht auf jeden einzelnen Kolben achten. Hauptsache das Nachschub da, ne? So, meine Freunde, ich fülle euch hier mal 1000 Beeren rein. Farenga. Und natürlicherweise Kazenga. Leute, ich würde sagen, das hat hingehauen. Und jetzt holen wir uns zur Feier des Tages die ersten 4er Walls. Da gehen wir jetzt ab, da machen wir jetzt wirklich Meter. Kann sein, wir müssen ein paar Mal fliegen. Aber das macht nichts, weil dann haben wir es tatsächlich geschafft, ne? Wie viel Gewichtskapazität kann ich dir noch zumuten? Du hast noch frei 800, sage ich jetzt mal überschlagen. Ziehen wir unsere 100 ab, sind es noch 700. Und wie viel wiegen die Teile? Entschuldigung, mehr. Ja, ich habe es vergessen, ich muss ja auch noch laufen können. Jetzt kommt die Zeit, ne? Da kratzt es im Hälschen wieder. Im Hälschen, sagt er. Pass mal auf, ich drehe mal den Vogel besser hin. Ich drehe einmal den Vogel hin, Vogel hin, Vogel hin. Ich bin jetzt aber auch ganz narrisch drauf, dass es mal endlich fertig wird da hinten. Na, Alterle, was mucksen? Was mucksen? Hier, so, jetzt kommst du an deine Geschichte hier ran. Die Hälfte rüber. Und jetzt dann die Hälfte hier rüber.
Und dann müsste das normalerweise hinhauen, was ich jetzt hier mache. Ab geht's. So, ich fliege natürlich hier immer ein bisschen tiefer auch. Für den Fall der Fälle, der Archäopteryx hat sich irgendwann mal besonnen und aus seinem Versteck rausgepult. Da schwimmt ein Fisch, aber kein Archäopteryx. Wenn ich den nochmal sehe, Leute, dann werden wir nochmal natürlich hinterherjagen. Wie das jetzt hier mager aussieht, wenn die Rexe nicht mehr da sind, gell? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Seite zu, von innen. Dann haben wir es nämlich schon mal fürs Auge auf jeden Fall. Weiß nicht, ob die alle lang werden, aber ich nehme es mal an. Abgezählt habe ich es nicht. Ich habe es versucht abzuzählen, habe mich dann 10.000 Mal verzählt, ne? Leute, seht ihr, was da jetzt gerade passiert? Wir bleiben tatsächlich an unseren Sachen dran. Also mir war es am Anfang schon klar, dass wir das dieses Mal durchziehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht auf einen Streich. Das wäre nicht ich. Ich sehe nichts. Sagst du mal dem Alterle, dass ich hier leider nichts sehe? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, hier, hier, hier. Hier. Ja, dann spring mal. Guck mal, ob du das erwischt hast überhaupt. Jo, du hast es erwischt. Weiter geht's nebendran. Perfekt. Ich muss nur gucken, dass ich es nicht versetze. Wieso ist denn hier jetzt eins drin? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Guck mal, Alterle, ob das ein Vierer war oder ob du hier... Ja, es war klar. Das war klar. Da müssen wir dann später mit einer Einser ausgleichen. Hilft jetzt leider nichts. Aber hier kann ich wieder dieses setzen, ne? Das ist schon richtig, was ich hier mache. Alter, kriegen wir das durchgezogen. Hier habe ich mit Sicherheit dasselbe gebastelt. Und ab dieser Breite... Ab dieser Breite... Können wir auch nicht mehr mit Vierer was anfangen. Ich probiere es jetzt doch mal. Man weiß es ja nie. Ja, klar. Durchs Gelände halt, ne? Das ist dem Gelände geschuldet, Leute. Dennoch, das haben wir jetzt schnell zugekriegt, dieses Stück. Jetzt brauchen wir halt jede Menge Einzeldinger hier noch. Bis komplett rüber. Wenn ich es richtig sehe. Also, wechseln wir die Seite. Ich habe zu viel Vierer gemacht. Das ist natürlich bescheuert. Aber die werden wir bestimmt an einer anderen Stelle irgendwann noch brauchen. So, hier kurz rüber. Ganz kurz mal geschaut, ob es da tieretechnisch gut aussieht. Nicht, dass wir gleich auf die Schnüffels kriegen. So, und hier ist doch dieselbe Geschichte wie drüben, ne? Ja. Aber du hast keine mehr. Hol sie beim Vogel. Dann haben wir doch schon einige verbaut. 15 Stück ist jetzt auch nicht so die Welt. Und wir haben nochmal die gleiche Masse drüben. Also die kriegen wir verbaut heute. Und dann müssen wir Einzelelemente basteln. Die machen wir dann auch noch gleich. Sehr schön. Wieder auf die 3. Wieder auf die 3. Und wieder auf die 3. Bis es ist vorbei. Ei, ei. Okay, dann brauchen wir da hinten Dreierstückle. Da brauchen wir Dreierstückle. Und hier dürfen wir noch ein bisschen was dranbringen. Ab da dann wieder nicht mehr. Leute, es ist ja schon geil, wie sich das jetzt so langsam, aber sicher alles fügt, ne? Jetzt brauchen wir Einzelelemente. Und in der Zeit, wo die durchlaufen, verbauen wir die Decke weiter. 3, 6, 9, 12, 15, 20. Ich würde sagen, 50 Stück haue ich da mal durch. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Bier läuft durch. Die Erweiterung hier ist klar. Die machen wir auf jeden Fall. Vom Brauhaus. Bin schon mal überlegen, ob wir da gleich Hand anlegen. Wir haben noch ein paar Mats. Ich habe noch ein paar Elemente für die Stelle. Weil da müssen wir tatsächlich erstmal unten das Foundations-Ding aufbauen, um zu gucken, wie es wird. Ich will es ein bisschen abschrägen. Habe ich mir überlegt. Okay, pass auf. Die Vierer brauchen wir tatsächlich jetzt erstmal nicht mehr. Einzelne Wall-Elemente 26, da würde ich sagen, wir machen uns nochmal 30 Stück und dann müsste das auch gut sein. Und Mats haben wir geholt, Leute. Mats müssten wir geholt haben. Würde mich wundern, wenn es nicht reicht. Klar reicht's. So, komm. Scheiße. Ah, falsche Taste. Ich dachte schon, ich bin schon wieder überladen. Gleich rüber, nicht lange Müdigkeit vorschützen, direkt rüber gefetzt. La, 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 la. Ja, ein bisschen müssen wir es noch rüberziehen, dann ein bisschen breiter machen, abschrägen an den Ecken. Vielleicht mache ich tatsächlich ein dreieckiges. Oh, das wäre auch schön, eine dreieckige Terrasse. Weil da oben die Dachschrägen, die haben ja Dreiecke drin in der Form, ne? Ja, das können wir probieren. Wenn nicht, bauen wir es wieder ab. Kennen wir ja. Der Rex, lasst einen in Kacke liegen. Komm, wir bleiben auf dem Agi hocken, Leute. Kriegen wir jetzt mit dem Agi hin. Ich muss es nur rausziehen. Die haben wir gleich versetzt. Die sind schneller da drin, als du gucken kannst. Ein bisschen weiter hin. Pam. Na, nee, oder? Habe ich gerade gesagt, dass es schnell geht? Ich glaube nicht, das war nicht ich, oder?
Aber guck mal, wir haben doch auch gerade eben das geschafft mit der Vierer. Vielleicht klappt das ja mit der Dreier zumindest eine Ebene. Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Dann müssen wir doch mal richtig anfliegen, meine Lieben. Wie immer. Der Tabechara hat leider immer noch Gewichtsprobleme. So ist doch gut. Wenn du dich richtig positionierst, dann haut das schon hin. Also bis jetzt hat noch keins der Tiere hier gekämpft, ne? Es spawnt im Redwood aktuell an dieser Stelle doch nicht so viel, als ich jetzt habe schon Muffe gehabt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dass uns jetzt hier allerhand Zeugs passieren wird. Ist aber nicht so, ne? Jawohl, Alterle. Schön weiterbauen, schön weiterbauen. Als ob es das Einzigste ist, was dich heute noch beflügeln könnte, dass du bauen darfst. Oder braucht man mehr als 50? Ah, so weit ist der Vorlauf. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das so kritisch ist bei dir. So geht's fast besser, gell? Ah, guck mal, was auf einmal geklappt hat. Hast du gesehen? Dann gehe ich in Zukunft immer in diese Ansicht hier. Hey, ja, das ist doch viel cooler. Leute, wir kriegen die Wall fertig. Hammer, Hammer. Oh, da drüben sind wir, glaube ich, von der Höhe verrutscht. Das ist sehr gut, dann baue ich es nämlich gerade wieder ab. Dann baue ich es gerade wieder ab, dann sind wir noch schneller fertig. Oh, wie er die hinsetzt. Wie geschmeidig das alles läuft. Das war scheiße, Agi. Immer wenn ich geschmeidig sage, musst du dagegen tun. Ich habe das schon kapiert. Der will weg. Der will weg, genau. So, nochmal eine Runde anfliegen. Leute. Und genau an der Stelle ist sie ziemlich extrem tief, ne? Oder hoch. Geht's tief ins Gelände, wollte ich sagen. Guck mal, das ist doch die Höhe. Das heißt, hier habe ich tatsächlich übertrieben. Dann baue ich es dann natürlich wieder ab. Wir brauchen es nicht höher, wie wir es brauchen. Digga, hast du noch Elemente? Zwei Stück oder so? Jupp. Jetzt pass auf, ich bin gespannt, ob wir hier Vierer drin hatten. Ich vermute es fast. Jo. Scheiße. Scheiße. Dann werden wir doch etwas länger brauchen. Ey, sag mal. Ich habe mal eine blöde Frage. Kann das sein, dass ich hier komplett alles verschätzt habe? Wieso ist denn hier zum Beispiel nicht möglich, dass ich... Ah, wegen der Foundation. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Vierer praktisch hinkriege jetzt, oder? Nee, da war tatsächlich die Foundation die unterste Lage. Ja gut, ist halt so. Ist halt so. Was willst du machen? Hast du noch welche? Ja, Leute. Ah, es fehlt eins. Es fehlt eins. Schon die ersten Momente fürs Auge dabei. Ja, ja, drüben müssen wir noch zumachen. Da drüben. Aber das wird doch... Nein, wir machen es auf der Höhe. Und wenn da hinten halt eine Ecke ist, wo die Tiere drüber können, müssen wir eine andere Lösung finden. Ich will die Wall jetzt nicht höher ziehen oder tiefer. Ich will die genau so... Also, die Einzelelemente geschwind geholt. Wir haben noch Zeit. Das passt also wunderbar rein, Leute. Haben wir schön durchgehalten. Ich habe immer das Gefühl, beim Redwood gibt es Momente, wo man durchhalten muss. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich den Canyon über alles liebe, weil das so meine Welt ist, ne? So, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt hast du schon wieder den gleichen Fehler. Roger, denk mal nur mit. Hier haben wir uns kurz hin. Ich renne da eben raus. Ja, gut, passt. Zuck mir nicht hier rum, bitte. Vogel. Nee, du bist im Agi. Das klappt nicht mehr. Jetzt. Der schuckt mich die ganze Zeit, merkst du es? So, pass auf. Die 30 Stück nehmen wir mit. Die Vierer, die mache ich jetzt hier rein erstmal. Und da ich es eh vom Vogel aus steuere. Parenga. Ich mache jetzt absichtlich keine Elemente mehr. Ich will erstmal gucken, wie weit wir jetzt kommen, wie wir hinten stückeln müssen. Sonst hätten wir schon parallel durchlaufen lassen können, aber wir haben ja keine Akkordarbeit, ne? So, das eine kommt jetzt natürlich hier zum Abschluss direkt hin. Angleichen tue ich dann sofort, wenn ich hinten die andere Seite gezogen habe. Das heißt, hier machen wir eine Bremse. Perfekt. So, rüber an den Ursprung. Jo, Leute, das ist nicht mehr viel. Wow, wow, was ein Feeling. Natürlich muss noch das Dach drauf, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Habe ich mir so gedacht. Perfekt, rumdrehen. Vorgeschnalzt, X gedrückt und wieder mit der 3. Oh, das bist du aber sehr mutig dahin geflogen, lieber Agi. Ich glaube, auf einem haben wir jetzt Doppelte drauf. Lauter Freude und Aufregung schon wieder. 3. 3. 3. Flieg mal ein bisschen mittig, ja, dann kriege ich sie vielleicht in einem Schwung mal. 3. Und. Ja. Jo. Oh.
Da oben fehlt aber dann doch noch eine Ecke. Warum habe ich ihn hier zu tief gebaut? Dann war die Seite noch richtig und die andere Seite drüben habe ich verschätzt, offensichtlich. Die ist auch irgendwo verschwunden im Nirvana. Im Nirvana. Doppelt verstärkt. Können wir auch machen, Leute. Wir bauen dann nochmal komplett eine doppelte Verstärkung hin. Nee, nee, nee. Will ich durchdrehen. So, Leute. Ist also praktisch kerzengerade. Ich hole unsere Pistole und hau die Dinger weg, die wir jetzt hier zu hoch sind. Es sind natürlich auch wieder Vierer dabei. Das kommt alles weg hier von der Höhe. Der kommt eigentlich auch weg. Und die kommen auch weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Kann mal kurz der AG landen? Ich danke dir. AG landen, mein Name. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, ob wir hier erhöhen müssen. Ich wollte ja den Felsen eigentlich eh raus. Wir haben es ja vorgebaut, glaube ich, damit wir auf derselben Höhe drüben das Tor setzen und alles, ne? Das würde bedeuten, hier endet unsere Wall. Oh, da muss ich jetzt erst gucken, bevor ich noch mehr wegreiß. Machen wir die Pistole weg. Hier endet sie und dann kommt der Riesenfelsen, ist klar. Und dann kommen wir da drüben raus und da ist aber die Höhe fast erdgleich mittlerweile. Also hier werde ich wahrscheinlich eine erhöhte Wall hinbauen, kann ich mir vorstellen. Ich muss mal gucken, ob ich sie abschräge, ne? So, jetzt haben wir aber hier eine Lücke aufgerissen, die möchte ich noch gerne schließen. Boah, ist das der Hammer. Das ist echt der Hammer. Gut, da bauen wir ja auch schon eine Ewigkeit dran rum. Ich weiß aber übrigens noch heute, wie wir damals in den Redwood rüber sind. Die Reise in den Redwood, unsere erste. So, jetzt ziehen wir noch die Deckenelemente rein. Ich habe 100 Stück vorbereitet. Könnte gut sein, dass es reicht, Leute. Und dann haben wir doch wirklich das Ziel erreicht. Dann kann ich mir die Mod endlich anschauen. Wir werden aber natürlich den Redwood nicht aus den Augen lassen jetzt. Wir werden tatsächlich hinten auch noch ein bisschen weiter aufbauen. Ich muss auch nochmal überlegen, ob ich die Rexe so lange an den Stellen positioniere hier, an denen es noch gefährlich werden könnte. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen, bevor wir hier wieder weggehen. Ich meine, die greifen ja auch nicht an. Wenn ich jetzt nicht gerade hier irgendwie am Wägeln bin und wenn wir im Canyon sind, ist ja hier nicht wirklich was los. Ne? Stoppe mal, ich glaube 100 Deckenelemente sind auch schwer. Den Archaeopteryx habe ich aber nicht mehr gesehen. Ne? Der hat keinen Bock auf uns. Jetzt stehst du mal endlich gut. Alter, das hast du schön gemacht. So, die willst du die gleich mitnehmen oder lass die mal noch drin. Lass die auch noch drin und schnapp dir die da. Aber du musst die Hälfte, glaube ich, im Agi geben, weil du musst ja oben rumlaufen. Oder kriegen wir irgendwie einen coolen Flow hin, mit dem Agi das zu machen? Prüfen wir mal. Hier fehlt übrigens auch noch bei dieser Unterführung hinten die Tunnelgeschichte. Müssen wir noch dicht machen irgendwann. Ein Fahrstuhl muss weg, habe ich gesagt, gell? Okay, Grundgerüst Mauer, Leute. Grundgerüst Mauer. Da kommt ja noch Zaun drauf, dann setzt sich der auch nochmal ein bisschen nach oben. Die Höhe hat er überall gleich. Hier sind die Deckenelemente schon gezogen. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, das habe ich schon wieder vergessen. Denn hier brauchte ich die Dreiecksdecken. Die müssen wir noch machen. Da müssen wir ein bisschen anstückeln. Au, nee, oder? Sind das hier Dreiecksdecken gewesen? Ne, hier sind es keine Dreiecksdecken, Gott sei Dank. Warte mal, ich wollte es mit dem Vogel probieren. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich laufe jetzt einfach mit dem Vögel hier entlang. Das haben wir schon mal, glaube ich, gemacht. Das müsste gehen. Wenn ich so mache, die Deckenelemente auf die 3. Mit der komme ich ganz gut klar. Bam, bam. Bam. Gut, das muss ich jetzt nur noch richtig rummachen immer. Dann passt es. Dann können wir komplett durchlaufen. Ich hoffe natürlich, dass die Höhe stimmt. Aber es ist fast ein bisschen schnell. Wenn er ein bisschen langsamer wäre, könnte ich es noch smarter machen. Leute, wir machen Meter. Hammer, oder? Da ist hinten am Kackerbollen, siehst du ungefähr, wo wir gestartet sind. Die Morphodon, Level 100. Ein Level 100, die Morphodönle. Es ist nicht das Tier, das ich will, aber ich habe das Gefühl, es ist das Tier, das mich gleich hier vom Vogel runterholt. Los, da nichts auch. Merker, der ist hinter der Ball. Flugtiere müssen wir natürlich eigentlich mit einem Katapult oder so. Hey, du musst umladen, Alterle. Ich freue mich gerade tierisch, dass das hier so läuft, Leute. Gucke mal.
Wir haben, glaube ich, tatsächlich genug Elemente. Ich freue mich schon voll auf die Mod. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Und vor allem, was man damit alles machen kann. Ich habe sie nur mal irgendwo gesehen. Also ich weiß nicht wirklich, ob es die auch wirklich nachher sein wird. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein Dings gewesen, wo ich gesagt habe, jo, wenn die Wall fertig ist, schaue ich mir die an. So, Leute. Flup. Ein dickes Flup. Wir haben das Ding durchgezogen bis hierher. Es ist halt noch nicht ganz fertig mit den Schönheiten und so. Das dauert noch ein bisschen. Mit dem Fernglas wirst du das nicht wegkriegen, Alter. So, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ich will eigentlich, dass hier wieder weg haben. Das kann komplett weg. Heb mal kurz ab. Geh mal in diese Ansicht. Ja, der Fels soll freiliegen. Allerdings muss ich dann halt überlegen, wie wir das hier mit der Mauer anstellen werden. Wir kommen von der Höhe her. Ja doch, der Felsen soll weg. Den kann man ruhig sehen. So, fliegt er nochmal hin. Ja, alles schön wegpoolen. Es sieht halt viel schöner aus, wenn man... Bist du mit der Maus aus dem Bildschirm? So, wieder hier hin. Ja, so will ich das eigentlich. Und das könnte auch nochmal weg. Guck, das meine ich mit Integration ins Gelände, ne? So sieht es nach was aus, finde ich. Der muss auch noch weg. Jeder kleine Zipfel, der hier in der Gegend rumsteht, wird umgemäht. Umgemäht. So. Was ich jetzt noch nicht hundertprozentig weiß, ist, wie ich es hier angehe. Möglicherweise... Aber eigentlich will ich, ganz ehrlich bin, will ich den Felsen haben. Zumindest so. So, glaube ich, kann ich damit leben, dass wir die Höhe nehmen. Dass wir die Höhe nehmen hier, die es jetzt im Moment hat. Ja, ich denke, damit will ich leben und damit werde ich leben. Haben wir Foundations dabei gehabt? Wenn es ein paar sind, könnte ich nämlich hier noch zumachen. Machen wir das Ding weg. Ja, wenn wir schon dran sind jetzt, wäre ja verheerend. Ja, da sind sie doch. Die paar können wir noch kurz verbauen, würde ich sagen. Dass wir die Höhe hier einmal sehen. Und dann brauchen wir drüben noch das Dreieckszeug. Das kriegen wir jetzt auch noch gebacken. Okay, das will jetzt nicht so. Doch, da war's. Sehr schön. Okay. Und dann haben wir hier noch ein paar. Die will ich auch noch zumachen. Blink nicht vor dich hin, junger Freund. Sei einfach lieb. Wie waren das hier aufgestellt? Ja, 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 das passt. Das passt für mich. Moment. So. Und die Höhe dann abreißen oder machen wir es tatsächlich noch eins höher? Nein, den würde ich wieder wegnehmen hier. So, meine Lieben. Und dann sind wir praktisch bei der Höhe mit 2. Müssen wir halt noch gucken, ne? Da gibt es bestimmt noch viele kleine Ecken, die wir jetzt noch nicht fertig haben. Das müsste ich dann eigentlich hier wieder wegnehmen, dass wir auf derselben Höhe sind wie drüben. Okay, das bedeutet aber auch, dass die Geschichte hier nochmal überdacht werden muss, ne? Also, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie genau wir es wollen, weil eigentlich... Ist das jetzt hier die Wall-Konstruktion? Du kannst aber jetzt hier rüber. Da müssten wir es höher nehmen. Und drüben vielleicht dann runterschrägen. Ja, ich denke, wir sollten es auf jeden Fall höher machen, weil das ist ja schon irgendwie... Muss mal gucken, wie es von der Seite aussieht, ne? Denk an den Dimorphodon und so. Ja, hier sieht es jetzt nämlich aus, als hätte man gar keine Wall. Durch das, dass halt dieses Gelände hier so hoch geht, ne? Wir müssen eigentlich, wenn wir es genau wollen... Damit es halbwegs was taugt. Aber die stimmen ganz weg. Müssen wir es 2 hoch machen. Noch hier auf der Seite auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber das findest du nur raus, wenn du es hinbaust und wieder abbaust, bis es passt. So. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. So hundertprozentig mag ich es nicht. Ich würde noch eins hochgehen. Sollten wir eigentlich. Sollten wir. Damit es auch hier einen Schutz hat. Es ist ja nicht nur eine Wall fürs Auge, sondern sie soll uns ja auch ein bisschen schützen. Unsere Tiere und alles, was wir hier so aufbauen. Überleg schon, ob ich Torwächter hier hinbringe. So, den letzten, den kriege ich dann wahrscheinlich hier noch gut rein. Und einer hier noch.
Ne, jetzt ist es tatsächlich eine Mauer und jetzt sieht es auch von außen nicht mehr ganz so bescheuert aus. Und vor allem macht es auch das, was es soll. Normal müsste man es noch höher ziehen, wenn man es ehrlich betrachtet. So, wie viel habe ich denn jetzt aufgestockt? Ich glaube, jetzt ist es insgesamt 2 höher, ne? Wir haben keine Foundations mehr, also machen wir praktisch die Ecke irgendwann anders fertig. Jetzt würde ich fast sagen, Leute, wir machen morgen hier noch eine drollige Runde. Vielleicht kriege ich noch ein paar Foundations fertig für die Ecke hier. Kann auch sein, dass ich die Lücke am Stein zumache, dass ich es hochziehe. Dann machen wir einen schönen Zaun hin, dann kommt auch der Felsen besser zur Geltung. Und hier würde ich dann eine Treppe runter machen auf die alte Höhe. Und dann hat es Hand und Fuß. Jetzt sehe ich gerade, dass hier ein Versatz drin ist. Ich sehe gerade, dass hier ein Versatz drin ist. Ist noch irgendwo ein Versatz? Den Versatz müssen wir natürlich ausräumen. Hier ist alles gut, ne? Ja, den Versatz muss ich noch ändern, Leute. Sonst haben wir nachher den Zaun unterschiedlich hoch und das wollen wir mit Sicherheit nicht. Das weiß ich heute schon. So. Wo ist denn der Versatz jetzt gewesen oder hast du schon wieder geträumt? Ne, ab hier. Ab hier ist ein Versatz drin. So, das heißt die... Ah! Von wegen Versatz, Alter. Das ist, hat mit dem Versatz hier nichts zu tun. Das sind andere Elemente gewesen, verstehst du? Kurzer Moment. Da schauen wir mal eben, ob das funktioniert. Ist der Versatz jetzt raus, Alter? Ich muss gucken. Jetzt ist er hier drin. Es ist aber klar, dass der hier drin ist. Ja, ist klar. Ich kann aber eins drüber legen, glaube ich. Das hat man schon mal. Ich kurz gucken. Ich weiß, dass es schon mal ging. Das sind halt die Foundations, ne? Und wenn ich jetzt hier die Dinge hinmache, Leute, und ich werde mir ein kleines Mäuerle runterziehen, müsste es doch eigentlich auch gehen, oder? Weißt du, so nach dem Motto, alles nur kein Versatz. Weil jetzt haben wir halt hier die Monke. Boah, Alterle. Wie es halt gegen uns spielt. Wie es halt gegen uns spielt. So, noch einmal. Pass auf. Genau, jetzt nur das Fernglas weg, dann hast du es. So, jetzt passt's. Und jetzt nochmal hoch. Ja. Und das müsste eigentlich gehen, dass ich hier... Geht nicht, ne? Doch. Genau, so habe ich es doch gemeint. Dann brauche ich jetzt hier nicht viel abbauen. Dann nehme ich das in Kauf, dass wir hier ein paar Dinger mehr brauchen. Und da ist es gut. Jo, so ist doch super. Bis hierher kann ich. Das andere Eckle müssen wir dann so irgendwie machen. Es liegt nur noch an diesem Eck, diesem Eck, diesem Eck. Oh, shitty. Sind wir hier schon an die Schräge gekommen. Da muss ich hier Dreieckselemente nehmen an diesem einen Stück. Okay, Leute. Also, komm, lass uns morgen nochmal eine Handvoll anlegen. Jetzt ist nicht mehr viel. Das kleine Eck hier vielleicht flicken. Genau, ich wollte gucken, ob der Vogel noch folgt, wenn man es macht. Scheiße, bin ich schon wieder abgerutscht. Die Ecke flicken. Ein paar Fundamente hinten für die, fürs Tor, dass es gleich hochkommt. Und hier vorne die Ecke, die möchte ich morgen noch machen. Und dann sind wir meines Erachtens erstmal, was die Gerade angeht, durch. Schöner Rex. Ne, also hier mit den Dreiecksdeckenelementen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, also 20 Stück. Dann haben wir hier noch ein ganz kleines, minimales Stückle Wall auf. Das können wir auch noch kurz flicken. Dann ist das auch noch erledigt. Und dann ist gut. Ich habe noch so ein paar von denen. Ne? Nicht allzu viele, aber die reichen erstmal, um zumindest eine Kleinigkeit noch zuzumachen. Okay, und jetzt haben wir noch ein Stück. Das hauen wir dann hier hin. Okay, also letztes Eck machen wir morgen früh, beziehungsweise mit der nächsten Runde. Oder, doch ja, Montagsrunde, ganz klarer Fall, sind wir auf jeden Fall Ragnarok zusammen die Woche. Ne? Und schauen immer im Uploadplan, Leute, ob da alles noch, was da halt so passiert. Da trage ich es auf jeden Fall immer ein, wenn ich irgendeine Änderung habe. Ansonsten melde ich mich morgen wieder zur Daily Dosis Uhrzeit 17 Uhr, Leute. Ich freue mich auf euch, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und... Kommt gut in die neue Woche. Bis dann.